Hallo, Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gameplays. Willkommen zurück bei Captain of Industry. Zwischen den Folgen musste ich ein wenig nacharbeiten, weil ein bisschen ein paar kleinere Fehler unterlaufen, die ich erst im Nachhinein gesehen habe. Das, was heute zu tun ist, es gibt eine Industrie, die ein bisschen nachhakt und deswegen... Es stimmt die ganze Zeit an der Wartung nicht. Also da haben wir eindeutig zu wenig. Da müssen wir nacharbeiten. Das heißt für uns, wir müssen hier umbauen. Und zwar diesen Bereich hier. So, was dann fest. Da werden wir mal. Das müssen wir entfernen. Aber währenddessen können wir bereits nacharbeiten, weil wir brauchen einen großen Brecher. Ja, der passt da ganz gut rein. Machen wir ein Stundlager. Das haben wir natürlich genau verkehrt drin. Den großen Brecher natürlich jetzt richtig herum. So, die eine Leitung hier müssen wir verlegen. Die sind hier eindeutig im Weg. Und zwar die von hier nach hier. Was aber allerdings kein Problem ist, es kann man alles so schön einfach anders hinleiten. Einfach da gerade drüber. Schön gerade. Rein. Denn wir wissen ja, das Auge baut mit.
Das schaut doch nach mir aus. So, beim Umbau brauchen wir nämlich dann auch Kalkstein. Eine Kalksteinzufuhr haben wir hier. Läuft da schon die ganze Zeit durch. Die brauchen wir dann einfach nur dranlegen. Ich bin nämlich dahinter gekommen, dass schlicht und ergreifend die Eisenplatten, dass da viel zu wenige produziert werden. Und deswegen eine gewisse Produktion nicht ganz nachkommt. Nämlich die Produktion, die wir hier brauchen, für die ganze Wartung. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen. Jetzt können wir den verbessern und auch jenen verbessern. Mal schauen, haben wir schon genug auf Lager? Nein, haben wir nicht. Ja, hätten wir eigentlich. Jetzt wollen wir nur, das ist zuerst der wichtigere. Ja, aber die anderen Leitungen da hinten, die passen ja eh. Nur haben wir dann hier statt zwei, drei Zulieferungen. Das schafft ihr. Aber während er hier hochbaut, wollte ich sowieso eines nämlich schauen. Es gibt nämlich, genau, da haben wir es, Golderze.
Da haben wir Sand, da ist Kalkstein in rauen Mengen. Dann hier ist nochmal Grundwasser. Jede Menge Quarz. Noch einmal Grundwasser. Eine riesen Menge an Eisen. Okay, so wie es ausschaut, haben wir hier ganz am äußersten Eck. Hier mittendrin Erdöl, interessant. Aber okay, das ist natürlich jetzt ist wieder einiges an Logistik, bis wir da nach hinten kommen. Alternativ wäre, naja, schwer zu sagen. Hier kann man auch noch Kohle zum Abbauen. Ja, da werden wir nicht. Liegt ein wenig blöd. Es liegt sogar ein bisschen sehr blöd. Aber okay, das. Da wird mir schon was einfallen. Aber jetzt sind wir sowieso erst einmal hier. Also, wir haben hier jetzt 1, 2, 3. So, das heißt, ich muss den hier ein kleines Stückchen verlegen. Ein neues Lager. Da sind wir ein bisschen großzügiger diesmal. Nein. Großzügig. Dann nehmen wir es gewöhnlich. Das ist dann doch ein bisschen nicht so sehr voluminös. So. Eine Förderstrecke. Na, hoppala. Hm.
Na, wo hast mich denn hingeworfen? Rein. So, dann haben wir die Zufahrt. Zulieferung hier. Habe ich mich um eins verdammt? Ah, tatsächlich. Genau. Ja, die Kohle muss um eins. Ach, links habe ich nicht so richtig gesehen in dem Ganzen. Kurtel, Murtel. Aber ist kein Beinbruch. So. Sagt er, ist er so, ist er so, ist er so, muss er so sein. Also, wo liegt das Problem, Charlie Brown? Ah, ich glaube, da liegt das Problem.
Darüber. Dann kann man hier hin. Fertigstellen. Sehr schön. Jetzt noch die Kohlezufuhr. Na, das schaut doch. Sehr schön. Okay. Das arbeitet hier auch schön. So. Hier habe ich schon angefangen, um den Tagebau zu vergrößern, weil dann die Einfahrt dann hier rankommt, dass dann die, dass man das Loch schön nach unten dann vergrößern kann. Und sollte das alles halt nicht wirklich fruchten, muss man halt dann ins saure Abfall beißen und das. Gegebenenfalls noch einmal umbauen. Dann schauen wir mal. Ja, das ist. Ich hoffe, dass sich das bald wieder schön verbessert. Es ist nämlich so absolut lähmend. Okay, kann man.
Hammer, was da im Lager. Nicht das, was wir brauchen könnten, leider. Nichts retour. Ach ja, ist scheinbar so, dass man, egal wo man hinkommt, dass man zwar jede Menge andere Sachen kriegen kann, aber nicht die Teile. Naja. Ist jetzt auch nicht so der Beinbruch. Naja, okay. Okay, du bist ein wichtiger Produktionsding. Du musst. Ja, du darfst nicht. So. Du kriegst einmal ein bisschen Leistungssteigerung. Was ist mit euch da? Okay. CO2 wird nicht abgeliefert. Irgendeinem Grund. Was ist da passiert?
Irgendwas hat's da. Das arbeitet brav. Und da kommt nichts durch. Ah, okay, von da kommt was durch. Ah. Sehr schön, da sind wir auch wieder volle Lager. Okay, aus irgendeinem Grund kann er das nicht abliefern. Eieieiei. Sollte eigentlich funktionieren. Eigentlich. Warum es das allerdings nicht tut, kann ich jetzt auch nicht sagen. Die geht schön da rein. Die werden wir mal sicherheitshalber verbessern. Ich kann allerdings eines machen. Wir bauen diese Leitung hier kurz ab. Also wie die von hier nach hier. So. Und
Und wir machen hier einfach ein kurz und bündig ein Zwischenlager. Es kann ohne weiteres sein, dass nichts Aufregendes ist, dass mir irgendwo ein Gitzeklein oder dass ich Eckerl wo abgebaut habe, unabsichtlich. Kann ja alles passieren. Oft sind es nur Kleinigkeiten. Okay. Keine Ahnung, was es genau war, aber läuft. Schauen wir jetzt aus. Naja. Mau. Aber, soweit man sieht, es läuft mit guter Kapazität. Das sollte also jetzt nicht das Problem sein. Ja, dann kann das Einzige, was bald eigentlich nur mehr hilft, eine Kapazitätserweiterung. So, wo werde ich es anhängen? Da ist jetzt nicht so wirklich Platz, oder doch? Oh ja, es wird sich ausgehen, ob es will oder nicht.
So. Ah, den setzen wir jetzt. Nein, du kommst hoch. Hierher. Und dann schauen wir mal, es wäre doch gelacht. Ein wenig verlegen. Das geht sich jetzt noch so aus. Ja, funktioniert. Der hat jetzt hier Platz. Einmal schwuppt da durch. Und einem Schwupp darüber. Fast schon virtuos. Aber nur fast. Du musst da genau einmal hierher und einmal hierher.
Wenn die Wartung nämlich auch ordentlich läuft, ist der große Vorteil, dann haben wir auch keine Stromprobleme, die einen wirklich ständig lähmen. Da ist nur Gestein. Da ist nur Gestein, aber kein Kalk. Na, Kalk ist nur da drüben. Also irgendwie hat's da was. Irgendwo liegt der Hase begraben. Und zwar gewaltig. Was ist das für eine Leitung? Moment. Ah, da geht auch CO2 rüber. Okay, das ist in Ordnung. Das, ja. Das darf's. Das heißt nicht verbunden. Er zeigt mir an, dass er nicht verbunden ist. Naja, schauen wir mal. Hoppala, da liegt der Hase im Pfeffer. Dann ist natürlich alles klar.
ist natürlich vollkommen klar, dass das Hin und Fahren nicht funktioniert. Aber jetzt läuft's. Na und wie? Das ist schön. So, dann hätten wir das soweit. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Kontaktschuld mit Glocken. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus.